Habe die Ehre, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich natürlich. Und heute habe ich für euch einen für mich besonderen Virginia Perique, einen Vapor. Und zwar der St. Bernhard Flake von DTM. Und also ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Virginia Perique probiert und da ist mir der ganz besonders aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe den immer ein bisschen verwechselt vom Namen her mit dem St. Bruno Flake, St. Bernhard, St. Bruno. Und deswegen ist mir der St. Bernhard irgendwie nie so aufgefallen. Ich habe das irgendwie in meinem Hinterstübchen, Schublade auf, die zwei Namen rein, Schublade zu und dann war das für mich der St. Bruno Flake. Ich weiß nicht warum. Bis der Jens Tripmarker mich darauf hingewiesen hat, sagt er, du, wenn du auf Vapor stehst, auf Virginia Perique Mischungen, dann musst du mal den St. Bernhard Flake probieren. Und dann habe ich mir gedacht, oh, St. Bernhard Flake, ja, da war was. Und klar, ist natürlich ein eigenständiger Tabak. Und den habe ich jetzt in letzter Zeit des Öfteren geraucht. Wenn man schaut, das Tabaksbild, da habe ich jetzt noch drei, nicht dass wir kaputt gehen, ist halt recht, zerfällt leicht. Habe ich noch drei so Scheiberl und ein bisschen was. Wunderbares Tabaksbild. Man sieht verschiedene Virginias, man sieht ja ein bisschen am Perique. Riechen, da kommt eine sofort eine leichte Essignote vom Perique. Er ist ein bisschen muffig, ja, der Perique. Und der Virginia kommt ein bisschen heu-grasig rüber. Kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass ich da jetzt so ein bisschen am Feldrand stehe. Aber na gut, da ist rechts und links Mais. Beziehungsweise hier links Mais und links rechts. Ja, das ist spiegelverkehrt. Ein ganz normales Gebüsch. Ja, muffig, heuig, grasig und ich möchte sogar sagen ledrig. Erdig. Ledrig, erdig. Diese Noten kommen da raus. Heuig, ledrig, erdig, Essig, muffig. Ja, aber im Ganzen eine super, super Geruchskomposition. Nicht aufwendig, aber ja, einfach und super. Aber schmeckt total gut, also riecht total gut. Ja, dann würde ich sagen, rauchen wir mal das Pfeifferl an und dann erzähle ich euch, was ich da schmecke. Ach, da oben habe ich es hingestellt. Ja, sofort nach dem Anzünden kommt der Virginia, eine leichte Süße ist da. Hm. Wunderbar, total lecker. Der Perique ist präsent, der ist pfeffrig, eine Schärfe ist da. Aber schärfer wie manche anderen Vapors, so wie der Davidoff Medaillons oder der von HU Krater Nummer 3, ist ja auch ein Vapor. Da ist der Perique ein wenig präsenter, schärfer, pfeffriger. Ein bisschen nachstopfen, der Zug ist noch nicht optimal. Thank you.
Die Virginias kommen auch mit einer brotigen Note, dunkles Brot. Wunderbar, ein wunderbarer Vapor. Und wie gesagt, der Perique ist ein bisschen präsenter. Das heißt, er ist wesentlich präsenter als bei anderen Vapor. Ja, und so ein bisschen ein Trockenobst. Aber das Gefühl kommt auch noch. Das ist aber mein eigenes Empfinden. Schön süß, heuig. Und bei jedem Zug ist der Perique auf der Zunge da, pfeffrig scharf. Also der Geschmacksverlauf von einem Pfeifball ist eher linear, wobei er gegen Ende ein wenig dunkler wird, ein wenig tiefer schmeckt, ein wenig deftiger schmeckt, würziger. Naja, ich habe ja den St. Bernard Flake in verschiedenen Pfeifen geraucht. Und ich muss sagen, hier die Pfeife, die hat mir der Ralf Ebe zu Weihnachten geschenkt. Ja, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Ich musste mir ein bisschen beherrschen. Ich war gerührt, sage ich mal so. Eine wunderschöne Pfeife, was er mir da gebaut hat. Und habe ich am 24. zur Bescherung geöffnet. Ralf, auf dem Weg nochmal Dankeschön, ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Eine super Stand-Up-Poker. Und in der, muss ich feststellen, fühlen sich die Virginia Perique-Mischungen sehr wohl. Schmecken super. Mein erstes Pfeifball habe ich gleich geraucht. In der Pfeife den Marlin Flake. Aktuell eigentlich immer noch mein Lieblingstabak. Wunderbar. Du kannst wunderbar dahin rauchen, du hast immer die schönen heuigen Noten. Der Perique ist bei jedem Zug auf der Zunge leicht scharf. Für mich auszuhalten, weil ich eher einer bin, der dem Perique nicht ganz so zugetan ist. Deswegen hat es bei mir auch ein bisschen länger gedauert, dass ich so Vapor-Mischungen probiere. Den Krater Nummer 3 habe ich bis jetzt probiert. Der ist der Perique nicht so präsent, aber auch sehr guter Tabak. Und Matthias haben wir ja mal die Fleckmedaillons verglichen, da durfte ich ja auch, oder wir durften da 4, 5 Vapor in den Roundels probieren, unter anderem Enduro, Davidoff Fleckmedaillons, Ropers Roundels, die waren mit und ohne Cavendish-Kern. Und da habe ich das Gefühl, bei dem Tabak, auch wenn es nicht dabei steht, weil der Tabak sehr weich im Mund ist. Die Zunge wird nicht rau. Normalerweise, wenn ich einen Perique rauche, wird mir die Zunge sehr gerne rau. Die ist eher weich. Und da muss ich sagen, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass da noch ein Cavendish ein bisschen drin ist. Man sieht es zwar nicht, also da ist jetzt nichts Schwarzes, nichts Dunkles drin. Aber ja, ich kann mich ja täuschen. Ich kann mich auch täuschen. Ja, das bringt jetzt nichts, wenn ich euch die Dose nochmal hochhalte. Wunderbar. Ja. Wie gesagt,
Er ist sehr linear, der Tabak. Bis zum Schluss schmeckt er gleich. Allerdings wird er zum Schluss ein bisschen stärker, zumindest geschmacklich. Ich würde sagen, maximal mittelstark der Tabak vom Nikotin her und geschmacklich als Vapor, also wirklich super. Kann ich euch nur empfehlen, aber ich denke, ihr werdet es alle schon kennen oder die meisten kennen, weil er ja schon, ja, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, wie lange, aber ich vermute mit Sicherheit schon 10, 15 Jahre auf dem Markt ist. Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir zu den Fragen der Fragen, die ich mir jedes Mal stelle bei einem Tabak-Review. Würde ich mir diesen Tabak nochmal kaufen? Jawohl, selbstverständlich. Ein super Tabak. 50 Gramm, 11,50 Euro. Ist auch in Ordnung, wenn man andere Tabake sieht. Also wer von euch Virginia Perry gerne mag, eine Empfehlung von mir. Ein Spitzentabak. Und ja, auch Anfänger, Neueinsteiger der Pfeife, die Virginia Perique probieren wollen. Ganz einfach, habt keine Angst vom Flake. Ich nehme die Flake-Scheibe immer. Rupft die so auf. Und drehe die einmal durch. Dann habe ich das in der Hand, den Tabak. Und dann mache ich einen Knödel und dann fülle ich das in den Pfeifenkopf ein. Also ich bevorzuge diese Methode, weniger die Knick-und-Falltechnik. Da, die gefällt mir nicht, die passt bei mir nicht, die kriege ich nicht hin. Habe ich schon ein paar Mal versucht. Abbrand ist unregelmäßig für mich und dieses Aufrubbeln und Knödeln ist meins bei Flakes. Es wird zwar immer behauptet, dass sich da der Geschmack und so weiter verändert, aber ich habe da noch nichts feststellen können. Na gut, dann verabschiede ich mich wieder. Macht es gut, bleibt gesund, habe die Ehre, pfiat euch, Servus, ciao.